Grüß euch. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ein Unboxing. Yeah. Viel Spaß. Bin schon wieder albern, ich weiß. So, als erstes habe ich hier den Karton schon mal aufgemacht. Der kommt hier von Game Legende. Und ja, ich weiß natürlich, was drin ist, ganz klar. Hahaha. Ich lege das jetzt erstmal hier neben. Luftpolsterfolie ist drin. Geil, ne? So, ach, hier ist übrigens noch Ostern bei mir. Ich habe noch keinen Bock gehabt, das wegzuräumen. Ja, was habe ich mir bestellt? Das ist hier drin. Man kann es vielleicht auch schon erkennen. Boah, und ich finde es so geil. Und es war so im Angebot, das Set, ne? Tja, es ist eine Dyinglad-Tasse. Ist das geil oder ist das geil? Ich meine, das ist ja mein Lieblingsspiel. Das wisst ihr ja jetzt mittlerweile. Da habe ich ja jetzt auch gerade einen Livestream gemacht, meinen ersten. Coffee Mark. Okay, ich packe die mal eben aus und dann drehe ich weiter. So, ausgepackt. Mega fett. Mega fett. Good night, good luck. Also nochmal, an alle, die dieses Spiel noch nie gespielt haben, besorgt es euch. Ja, aber es ist indiziert, weil man böse Zombies abschlachten kann. Ihr kriegt es nur in Österreich. Boah, ist das fett. Ja, geil. Weiß ich ja, wo ich meinen Kaffee morgen raustrinke. Oder vielleicht gleich schon. Mega geil. Cool. Aber das Allerschärfste, und das habe ich überhaupt nicht bestellt, ist das, was hier noch drin ist. Und ey, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ne? Hier, passt mal auf. Ich versuche das mal hier, damit es nicht gleich auf die Erde kullert. Eine Dose Jump Drink. Und das ist der Oberburner, weil das ist das Getränk in Dyinglad. Da stehen immer überall so Automaten. Also für die, die es kennen, wissen das. Diese Jump-Getränkeautomaten. Und da kann man sich eine Dose ziehen. Die kostet auch Geld. Und dann kann man seine Energie damit auffüllen. Ja, hier steht auch nochmal drauf. Schön Dyinglad. Ja, was auch immer. Ich kann es jetzt nicht lesen. Ich habe nämlich meine Brille nicht an. Ohne Brille kann ich nicht lesen. Aber ich finde das so fett, ja. Da wird wahrscheinlich irgendein Energy-Drink drin sein. Ja, ich kann ja mal meine Brille holen. Brille geholt. So, und dann ist da drin erhöhter Koffeingehalt. Aha. Offizieller Energy-Drink von Dyinglad. Ist das geil oder ist das geil? Ja. Also, das war das Erste. So, und das Zweite, was heute gekommen ist, ist ein... PC-Spiel. Yes! Und es ist die 6th Edition von Little Nightmares. Ist das geil oder ist das geil? Gut, das holen wir mal da raus. Weg. Weg mit dem Karton. Moment. So, mal hinter mich schmeißen. Ja, voll cool. Ist nämlich eine Figur dabei. Und zwar die Figur des Hauptprotagonisten. Boah, ich freue mich voll. Das ist heute rausgekommen, das Spiel. Ich habe es vorbestellt und freue mich echt voll drauf. Ja, ich muss jetzt mal irgendwie eine Schere holen. Ja, das ist drin hier. Stickerboard. Ein Poster ist drin, die 10 cm Figur, das Spiel natürlich, ein Comic-Strip und ein Original-Soundtrack. Alles klar. So, ich habe mal alles rausgeholt hier aus dem Karton. Ich finde das so geil hier, ne? Also das auch, was da drin ist, hier so ein Hintergrund halt einfach, ne? Der sich dann vorne eben widerspiegelt. Das ist ziemlich cool. Ja, hier das Spiel, ne? Ist jetzt natürlich nichts mehr wert, weil ich habe es ausgepackt, ganz klar. Hier schön das Spiel. Little Nightmares. Ne? Spiele mit den Ängsten deiner Kindheit. Sehr geil. Also ich freue mich total drauf. Es ist ab 16, sehe ich gerade. Was haben wir hier?
Das ist wahrscheinlich das Comic-Heft. Ja, das ist das Comic-Heft. Das ist ja auch ziemlich cool, ne? Huch. Es ist schwierig, das zu halten und gleichzeitig irgendwas zu tun. Ich blätter es jetzt mal kurz durch. Das ist auch richtig geil gezeichnet, ne? Ja. Richtig fettes Teil hier. Oh Mann. Also, wenn das Spiel so wird wie der Comic, dann ist es auf jeden Fall zum Gruseln gut. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich frage mich gerade hier, wo sind denn eigentlich die versprochenen... Also Comicstrip habe ich gefunden. Wo sind denn meine Sticker hier? Hm? Und wo ist mein Poster? Wahrscheinlich ist es hier drin. Das packe ich also gleich nochmal. Ja, und hier ist die Figur. Boah, ich traue mich gar nicht, da rauszuholen. Ja, ich muss nochmal Stopp machen. Dann packe ich mal das Spiel aus und die Figur. Yes, hier ist alles da. Hier sind die Aufkleber. Ziemlich cool hier. Von dem dicken Koch. Den habe ich schon mal gesehen in einem Trailer. Und dieses kleine Figürchen, was da hochklettert, das ist auch der Hammer. Ja, das ist wirklich gut. Ja, hier ist bestimmt das Poster drin. Das Poster ist bestimmt auch mega geil. Muss mal eben die Figur hier wieder zur Seite packen. Ja, was ein Poster, ey. Aber sehr cool gemacht. Sehr cool. Ja, so, Poster. Ah, das ist der Soundtrack hier. Auch ziemlich, ziemlich geil. Ja, CD ist klar. Und hier haben wir nochmal das Figürchen. Huch, müssen wir eben das Figürchen hier scharf machen. Moment. So, jetzt ist besser. Das hat irgendwie ein Feuerzeug in der Hand oder was? Und es hat nackte Füße. Geile Sache. Echt cool. Und wir gucken ihm natürlich einmal unter den Rock. Aber da ist ein Höschen drunter. Pfui. Ja, sehr geil. Gesicht kann man überhaupt nicht sehen, ne? Im Hintergrund die Ostereier, das ist auch geil. Ich habe gestern nochmal neue Eier gekocht, weil es hat einen interessiert. Ich hatte aber jetzt keine Eierfarben mehr, deswegen sind die weiß. Und damit ist bewiesen, der weiße Hase bringt weiße Eier. Ja, okay. Ich könnte ja jetzt hier unseren Little Nightmare da reinstellen. Das ist doch cool, oder? Das ist sehr cool, ja. So machen wir das. Ja, alles klar. Unmöglich bin ich weiß. So, damit wäre ich jetzt fertig mit dem Unboxing. Wollte ich immer schon mal machen, was auspacken und dann bei YouTube hochladen. Echt. Ja, ihr könnt mir mal schreiben, ob es Spaß gemacht hat. Dann mache ich das natürlich öfters, wenn es dann eben irgendwie was mit Spielen und Computer und keine Ahnung was zu tun hat. Ne? Packe ich gerne mal was für euch aus, wenn ich mir dann mal was gekauft habe. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Super. Ja, wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Morgen, eine tolle Nacht, einen geilen Abend, was auch immer. Und das, was ihr tut, genießt das. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Egal was egal was für ein Projekt. Und ich sage einfach mal, bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ach, hört mal, ich habe noch was vergessen. Das ist ja auch das Allergeilste, die Luftpolsterfolie. Weil ich liebe Luftpolsterfolie. Und ich finde das total beruhigend, hier diese Dinger zu knacken. Und es ist richtig viel, ne? Hier voll die Luftpolsterfolie und nochmal voll die Luftpolsterfolie. Ich habe hier schon unser Set wieder drunter gelegt. Geile Sache. Okay. Wollte ich nochmal sagen. Tschüss.